Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge diese Woche hier bei The Witcher. Haha, nein, bei WoW Classic. Alter, ich habe das echt schon zu lange nicht mehr gemacht. Ich habe mich jetzt hier mal bei WoW Head mal ein bisschen schlau gemacht und habe zumindest schon mal gesehen, wie die ganze Scheiße hier ausschauen soll. Aber ja, ob ich es finden werde, ist eine andere Sache. Und zwar ist es kein Brunnen, so wie man sich einen Brunnen vorstellt, sondern es ist irgendwie ein Stein. Ein Stein. In einem Baum nämlich. Und wir haben hier einige Bäume und Steine und ach du Scheiße. Wieso? Ich meine, da Stein dran. Dauer der Quest 18 Minuten oder irgend sowas. Wenn man, das sind auch Steine. Das sind Steine. Und Bäume, aber nicht das, was ich brauche. Das ist natürlich Mist. Ich meine, vom Weg her müsste es direkt geradeaus sein. Aber von da kam ich ja jetzt runter. Aber eins weiß ich auch, Questi zeigt die Quests nicht immer exakt, also zu 100% exakt an. Das heißt, ich sollte hier noch ein bisschen rumschauen, ob ich vielleicht nicht doch irgendwie was in der Nähe finde, aber es ist, glaube ich, etwas sehr anstrengend. Was ich natürlich jetzt nicht gesehen habe, ist, wo genau sich das befinden soll. Aber es ist ein Baum mit einem Stein drin, der leuchtet. Man kann alles so schön runterbrechen. Was ganz Besonderem, da was ganz Banalen und Langweiligen und ja. Wo ist das? Ja, da anzuknüpfen, wo ich letztens aufgehört habe, ich freue mich irrsinnig drauf, WoW Classic The Burning Crusade wieder spielen zu können, weil das ist einfach eine schöne Zeit für mich. Ich habe zwar damals auch schon nicht sonderlich viel gradet oder war auch nicht sonderlich viel in Instanzen drin, im Gegenteil, ich habe eigentlich sogar eher also mehr PvP gemacht, obwohl mich das auch ziemlich aggressiv gemacht hat, das muss ich auch sagen. Aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Und die ich wirklich sehr gerne zurückdenke. Und ja, ich bin Gott und die Welt weit zurück. Ich glaube, ich sollte mich nochmal informieren, wo ich das genau finde. Ja, vielleicht, also ich möchte schon gerne auch ein Let's Play machen. Ich weiß nur noch nicht, inwieweit ich das irgendwie ausschweifen lasse oder ob ich das genauso mache wie hier oder ob ich dann zu dem Zeitpunkt, wenn es dann tatsächlich veröffentlicht wurde, vielleicht unter die Streamer gegangen bin. Das weiß ich alles noch nicht. Aber mal gucken. Bis dahin vergeht ja doch noch ein bisschen Zeit. Gut, ich glaube, ich werde die Quest einfach mal lassen und werde mich dann nochmal informieren. Und werde jetzt einfach mal auf den Weg hier gehen. Immerhin muss ich ja auch gucken, ob das mein Viech hier nicht irgendwie zu hungrig wird oder so. Ein zu hungriges Tier. Ja. Auf das muss man auch immer achten. Aber hier geht es auch irgendwie hoch. Ich meine, ich bin hier jetzt doch am näheren Weg und ich laufe hier meterweit weg. Also nebendran. Ich habe keine Ahnung, wo der komische Baum sein soll. Echt nicht. Der Baum mit dem Leuchtestein. Vielleicht finde ich es irgendwann noch. Vielleicht. Viele. Achso, jetzt weiß ich, warum mir das hier auf der Seite nicht angezeigt wird. Ha! Weil ich das so eingestellt hatte. Yay. Okay, schon wieder vergessen. Die Pause zwischen den Aufnahmen des Magiers und diesem Jäger hier ist schon wieder zu weit auseinander. So, wir wollen hier den Folianten von Meltandris ansehen.
Das klingt sehr gefährlich. Nightsong-Wälder. Teufelswald, okay. Ich lerne hier auch immer wieder dazu, wie die ganzen Gebiete vorher geheißen haben, weil ich kenne sie ja eigentlich, ja, da ich erst zu BC angefangen hatte, kenne ich natürlich auch nur die Bezeichnungen, die sie schon in BC dann hatten. Da sie da dann alles, glaube ich, so ziemlich richtig eingedeutscht hatten, kenne ich die ganzen anderen Bezeichnungen nicht. Aha, wir haben hier auch noch mal jede Menge Bäume, aber ohne Loch. Ohne Loch mit Leuchtestein. Oh mein Gott, warum finde ich den Scheißnaht? Warum finde ich den Kack nicht? So. Wir haben hier eine Höhle. Shift halten. Möchte ich das? Wir haben hier einen kleinen Weg hinein. 27. Aha, das ist das hier. Hier war ich im Prinzip schon mal. Oh Gott, muss ich hier noch weiter rein? Wie kann ich hier noch weiter rein? Kann ich hier den Berg hoch? Ah, okay, daneben ist der Weg. Okay. Aha, hier haben wir dann eine Höhle. Okay, wartet, ich muss dich angreifen. Widerstehen. Okay, schade. Schade. Wieso? Nein, wieso hast du mich im Target? Warte mal, ich muss hier weiter weg. Ich kann dich sonst nicht angreifen. Yeah. Bäm. Wunderbarst. So. Dann, liebes Pet, du hältst es hoffentlich noch aus. So, er hat mein Pet hier gleich mal im Visier. Das ist ja gut. Das ist jetzt schlecht. Ich habe nämlich noch immer kein Totstellen. Hilfe! Pet! Aggro! Ah! Hilfe! Wieso ist der so aggressiv auf mich? Ich habe dich doch nur angeschossen. Wieso machst du keine Autoshots, Mann? Alter Falter, kann ich dich eigentlich kürschnern? Müsste ich. Oh, kann ich sogar. Obwohl du ein Humanoid bist? Okay. Okay. Dann werden wir es trotzdem tun. So, liebes Pet. Oh je. Oh je. Haben wir eigentlich schon. Scheiße, ich habe ja noch gar nicht. Scheiße, war ich überhaupt schon beim Lehrer? Kack. So ein Scheißdreck. Wah, nein, lass mich in Ruhe. Wah. Alter, verschwinde. Verpiss dich. Oh mein Gott. Könnte ein bisschen kritisch werden. So, Pet, angreifen bitte. Und dann muss ich dich heilen, ne? Alter, ich hoffe, das kommt nicht zu spät. So. Mein liebes Pet, du müsstest wohl hoffentlich genug Akku aufgebaut haben, weil Omen habe ich hier leider nicht. Ne, nicht Omen. Omen. Oder war das Omen? Ich habe keine Ahnung. Wie hieß das Addon noch gleich, wo man die Akku sah? Gesehen hatte? I don't know. Ich habe es vergessen. Ich bilde mir ein, das hieß Omen. 29. Zwei Level über mir.
Naja, die Quest wird ja auch noch rot angezeigt, gell? Noch wird sie rot angezeigt. So haben wir hier auch noch Gegner. Oh, das schaut sehr danach aus. Das ist schlecht. So, dich heile ich jetzt nochmal. Und ich werde hier dann mal eben essen und trinken. Ja, da kommt schon der erste Gegner. Wir müssen hier ganz ruhig sein. Ich meine, ich hätte ja gern einen Bogen. Vor allem, ich hätte auch so viel lieber deswegen einen Bogen, weil ich liebe Bögen. Ich liebe sie, ich liebe sie. Die sind einfach so schön leise. Und Pfeile sind sowieso viel tollerer als Schussmunition. Aber mein Ingenieur, den ich eigentlich in der Zwischenzeit wenigstens ein bisschen questen, also leveln wollte, damit ich hier mit Ingi weiterkomme, damit ich hier meinem Jäger mit Munition versorgen kann, mit besserer. Dazu bin ich leider auch nicht gekommen. Weil Pfeile konnte man ja nur eintauschen und nicht herstellen. Wow. Was muss ich hier jetzt eigentlich genau machen? Den Folianten ansehen. Wo ist der Foliant? Foliant. Da. Okay. Huhu. So, warte. Oh mein Gott. Ich werde so sterben. Ich hätte gerne Totstellen. Warum gibt es das hier noch nicht? Wie habe ich das echt noch nicht? What the fuck, what the fuck? Warum bin ich hier vorher schon losgerannt? Ah! Okay, eventuell sollte ich mich runterkämpfen. Wieso habe ich Totstellen noch nicht? Kam das erst mit Level 30? Oh fuck. Entschuldigung. Ernsthaft? Ich bin hier im irgendwo. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Wie könnte man das sagen? Rotkäppchen und die bösen Wölfe? Geht das? Ja, das waren eindeutig zu viele. Eindeutig. So, Navigation kann man jetzt erstmal ausschalten. Das Navi. Kurz einschalten. Okay, bei der Kreuzung muss ich dann. Oh Gott. Ja, das sind halt immer so lange Wege, gell? Das ist der einzige Nachteil hier in Classic. Wird auch in PC Classic ein Nachteil sein, weil da hat sich noch nicht viel geändert gehabt. Ja, und man könnte auch dazu sagen, dass ich mich gerne, also auch sehr auch auf weitere Erweiterungen freue. Einfach nur aus dem Grund, weil ich finde. Man sollte sich aussuchen können, also Blizzard würde sich auf alle Fälle einen großen Gefallen tun, auch damit, wenn sich die ganzen Spieler aussuchen könnten, in welchem Addon sie hängen bleiben. Weil ich muss auch sagen, ich fand nicht alle Addons schön. Ich meine, in PC habe ich angefangen, Classic habe ich so noch nie miterlebt. PC war der Beginn. Also das habe ich angefangen. Das fand ich auch richtig schön. Das muss ich auch dazu sagen. Dann kam Vase of the Lich King, kurz WOTLK. Neue Gebiete, auch wunderschön gestaltet. Also fand ich auch gut. Ich fand auch ICC gut. Es war. Ich fand es einfach im Großen und Ganzen gut. Ich war da auch mehr beim Raiden dabei. Ich habe auf alle Fälle mehr geraidet. Ich kam auch in eine Gilde rein, die mehr geraidet hat und nicht so wie halt zu BC-Zeiten in eine Gilde, die halt nur Kara geraidet hatte und sonst halt nichts, weil halt die Gilde sehr klein war und man sich damals noch nicht aussuchen konnte, ob man den Raid als 10-Mann-Mannschaft oder als 25-Mann-Mannschaft machen wollte. Denn
Es gab nur ein Entweder-Oder und manche Raids waren halt für 10 Mann ausgelegt und sehr viele andere. Ich glaube, Kara war sowieso so ziemlich der einzige Raid, der für 10 Leute war, der erste Raid. Und ich glaube, alle anderen Raids waren prinzipiell schon für 25, wenn ich so zurückdenke. Also da war ich auch nur dann drin, wenn halt gerade wieder eine Raid-Gruppe gesucht worden ist und man dann halt auch reingekommen ist und man mal mit konnte. Oder mit unserer verbündeten Raid-Gilde ging es dann, glaube ich, auch mal ein bisschen. Also ich habe da schon ein bisschen mehr dann gesehen als in BC, was Raids betrifft. Fand ich auch ganz schön, war auch sehr interessant. Ich war viel mehr in Instanzen. Es war ein schönes Miteinander-Gameplay, wirklich. Also WOTLK, Hut ab, fand ich super. Weiter ging es dann in Kataklysm. Kataklysm fand ich auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, fand ich auch super. Ich hatte meinen Jäger auch richtig gut equipped auch. Und habe auch meinen Paladin gespielt als Tank damals. Und hatte auch schöne und lustige Momente, da ich nämlich hauptsächlich Range-DDs oder Heiler gespielt habe. Und halt Nahkämpfer eigentlich nur Tank, also ja, eigentlich nur meinen Paladin hergenommen hatte. Ich hatte keine Katze, keinen Bären, keinen Schurken, kein was weiß ich, was es damals noch gab. Was gab es denn damals noch als Nahkämpfer? Ich glaube eh nicht Krieger, so hatte ich auch keinen. Ich hatte wirklich nur Fernkämpfer. Ich hatte meinen Shadow, meinen Priester. Ich hatte. Ah, da komme ich rein, okay. Ich hatte meinen Jäger, ich hatte meinen Mage. Ich hatte meinen Druiden, der war aber hauptsächlich Heiler. Oh, jetzt bin ich um eins zu früh abgebogen, okay. Ich hatte meinen Druiden, der war hauptsächlich Heiler. Da habe ich nicht mal Eule gespielt, muss ich auch sagen. Also bei Eule kenne ich mich auch Nüsse aus. Obwohl es ein Fernkämpfer ist, aber ich kenne mich da besonders Nüsse aus. Priester hatte ich entweder geheilt oder Shadow gespielt. Eins der beiden fand ich aber auch mal ganz toll. Was war noch? Ja, das war's ziemlich. Das waren so ziemlich die Hauptklassen, die ich gespielt habe eigentlich. Ja, und das Lustige dabei war nämlich, dass ich noch nie einen Nahkampf Paladin gespielt hatte, also Vergelter Paladin. Und ja, das war halt, es war amüsant. Ich kann es nicht anders sagen, aber es war sehr amüsant, den Retri-Paladin zu spielen, weil, also nee, Vergelter-Paladin zu spielen, weil, ja, ich hatte noch nie einen Nahkämpfer gespielt, geschweige denn mich irgendwie großartig rein gelesen und geschaut, ja, worauf sollte man achten, bla bla bla, habe ich nie gemacht. Und, ja, ich habe dann in unserem Random Stammraid sozusagen, also nicht Gildenraid, sondern halt eine Stammgruppenraid, kann man sagen, hatte ich dann so nebenbei, als wenn ich getankt habe, Plattenteile mitgenommen, die keiner haben wollte, für meinen Vergelter-Paladin. Und als ich dann alles zusammen hatte, habe ich dann mal gefragt, ich weiß, es war nicht, also ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich habe nicht alles, ich habe jetzt nicht alles gesockelt, ich habe nicht alles verzaubert. Ich würde aber gern mal bei einem Boss, wenn es möglich ist, Vergelter ausprobieren, nur mal so, um zu testen, Spaß halber. Ja, haben wir gesagt, getan. Ich habe noch nie Vergelter gespielt. Wie gesagt, ich hatte mich nicht reingelesen, nichts. Und ja. Hab dann aber trotzdem zu diesem Zeitpunkt dann trotzdem um die 40k Schaden gemacht. Kataklysm, 40k Schaden war schon nicht so schlecht. Und ja, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich eigentlich gemacht habe. Aber ist ja wurscht. Ich hatte 40k Schaden. War wirklich sehr amüsant. So, kann ich den jetzt pullen, ohne dass ich irgendeinen anderen pull? Das wäre richtig nice. Ja. Hat funktioniert. Wunderbar. So, weil dann haben wir nämlich. Warte, ich muss hier so.
Dann habe ich nämlich umso eher die Chance, dass ich da das Buch noch lesen kann. Widerstehen. Ah, verängstigen ist nicht gut. Ey, Junge, lass mich in Ruhe. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal umfällst oder so, ha? Huh? Dolch auf 110, wunderbar. So, dich werde ich jetzt auch nochmal kürschnern. Und dann werden wir dich noch hochholen. Ich habe kein Ziel. Verfehlen, scheiße. Nein, ich bin nicht dein Ziel. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Scheiße. Okay. Ja, also Kataklysm war auch ein sehr schönes Add-on. Auch darüber würde ich mich freuen, wenn es wieder kommen würde. Was haben wir denn noch? Was kam nach Kataklysm? Genau, nach Kataklysm. Oh, die große Niederlage. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich dann hauptsächlich in Pandaria, kam nämlich danach, weiter tanken möchte, weil mir in Kataklysm eigentlich das Tanken recht viel Spaß gemacht hat. Und ja, die große Enttäuschung. Ich habe mich wieder mal nicht eingelesen, das ist mir schon klar, aber ich habe so derbe auf die Fresse bekommen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist ein No-Go. Ich habe keinen Bock mehr. Der Skillbaum war weg, der war scheiße, der neue Skill. Ich mag den auch jetzt noch immer nicht im Retail. Oh, okay, gelesen. Was machst du? Die Anzahl meiner Gefährten schwindet. Aha. Göttin, und meine eigene Macht wird bald nicht mehr ausreichen, die Dämonen des Teufelswalds zurückzuhalten. Göttin, gewähre mir die Stärke, meine Feinde zu besiegen. Hör mich bitte an. Ich bin verzweifelt in meiner Not und meine Sch Sache ist gerecht. Ah, was? Was ist das? Könnte das die Antwort auf meine Gebete sein? Elune hat mir eine Waffe gewährt, diese Sensor, um die Dämonen zu besiegen. Aha, okay. Ja, gut, dann werden wir mal schauen, dass wir hier wieder rauskommen. Ja gut, also in Pandaria habe ich dann auch mal eine längere Pause gemacht. Irgendwann bin ich dann mal wieder eingestiegen. Ich weiß bloß nicht mehr warum, aber irgendwann bin ich eingestiegen und habe dann doch trotzdem sogar wieder einen Paladin gespielt als Tank, obwohl ich vorher so viel auf die Fresse bekommen habe. Aber ich weiß nicht, so richtig super fand ich fand Pandaria einfach nicht gut. Das ist, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und dann? Was kam denn dann? Pandaria, Level 90, Level 100, Draenor. Ach du Scheiße, das ist auch nicht viel besser. Also, Draenor, da war ich, also da ging es dann auch mit den Raids wieder zurück. Gerade mal, dass ich hier random Instanzen gegangen bin. Ja, aber das war auch nicht unbedingt so das Optimale. Sodass ich dann eigentlich eher auch in diesem Add-on wieder eine Pause eingelegt habe. Also, ich habe reingesehen, aber die Pause hat dann doch überwogen. Und dann kam Legion. Legion habe ich dann irgendwann mittendrin, glaube ich, auch wieder begutachtet. Damals ging es auch mit meiner Beziehung ziemlich den Bach runter, weil ja, ist einfach schief gelaufen. Und ich hatte mich noch während der Beziehung dann mehr oder weniger auf einem Privatserver allerdings in Legion verkrochen und hatte da dann wieder so ein bisschen meinen Spaß und kam so dann eigentlich generell wieder zu WoW an sich. Also ich bin auf dem Privatserver ein bisschen weitergekommen, habe mir dann gedacht, okay, ich spiele auf dem Classic-Server wieder und also ich fange da wieder an und ja, kurz darauf kam dann aber eh schon BFA raus und da war es dann aber auch so, dass ich teilweise dann halt auch wieder ein bisschen Pausen gemacht habe. Ich meine, ich hatte zwei Charaktere auf Maximum-Level. Einen auf der Hordenseite, einen auf der Allianzseite. Einfach nur aus dem Grund dann zum Schluss, dass ich mir meine verbündeten Fraktionen hier, verbündeten Völker hoch, also frei spielen kann, was ja jetzt mittlerweile da schon Dingens rauskam. Wie hieß es? Da jetzt halt Shadowlands rausgekommen ist.
ist das Ganze natürlich viel leichter jetzt, die verbündeten Völker freizuschalten. Vielleicht hätte ich auch darauf warten sollen. Ich weiß es nicht, aber wurscht. Was soll's. Ich habe es halt anders gemacht. Aber man muss dazu sagen, ich hatte halt im Laufe der Zeit dann immer weniger Charaktere irgendwie auf Maximum-Level. Das muss ich auch sagen. Und auch jetzt ist es so, dass ich nur ein. Oh. Dass ich nur ein. Och nö. Nur einen Charakter auf Maximum-Level habe hier in Shadowlands. Warum geht ihr eigentlich immer auf mich los? Was soll denn die Kacke? So. Toll. Verfehlt. Ja, und diesen einen schaue ich jetzt halt zu. Das ist nämlich mein Hordenjäger. Den versuche ich halt irgendwie so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und mal so zu checken, was wie wo gehandhabt wird in diesem Addon. Das ist nämlich gar nicht mehr so leicht für mich. Vor allem, da ich jetzt auch nicht gleich zu Beginn von Shadowlands angefangen hatte zu questen und zu leveln, sondern bewusst erstmal ein bisschen Zeit gelassen habe, weil ich sowieso immer noch halt hier mehr arbeiten musste und zum Questen eigentlich eher weniger Zeit hatte. Naja. Gut, aber ich komme so langsam vorwärts und das ein oder andere erschließt sich mir und kommt heraus und ja, es werden dann noch andere Charaktere sicher folgen. Toll. Ich finde das toll, dass du mich jetzt wieder angreifst. Gut, dann werde ich jetzt hier mal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder und ja, bis dahin dann erstmal. Ciao, ciao.